Am Mittwochabend ist der SC Potsdam bei Schwarz-Weiß Erfurt zu Gast. Die Partie könnte schon fast in der holländischen Liga stattfinden. Denn beim Aufeinandertreffen in der Riedsporthalle sind gleich 6 Spielerinnen aus den Niederlanden dabei. Romy Brocking, Demi Koreva und Vera Mulder auf Seiten Erfurts. Und Fleur Savelkuhl, Hester Jasper und Sarah van Aalen für den SC Potsdam. Kein Wunder, dass letztgenannte Spielerin den Erfurter Kader schon recht gut kennt. Naja, 2 aus Potsdam spielen jetzt da, Nathalie Wircek und Toni Stouts. Und ich kenne 3 Niederländerinnen, da habe ich mit zusammengespielt. Ich glaube, wir haben auch ein paar von letztes Jahr. Sarah van Aalen, muss Potsdam gegen Erfurt auf der Hut sein? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Erfurt ist eine Mannschaft, wo wir aufpassen müssen auf jede. Die sind, glaube ich, die kämpfen sehr gut, sind ein gutes Team und ja, natürlich auch die Niederländerinnen. Wie steht es um den Kräfteverschleiß? Schließlich ist das schon das 4. Spiel in 1,5 Wochen für den SC Potsdam. Ja, ich glaube schon. Ja. Also letzte Woche war natürlich hart, aber wir haben uns gut erholt und wir sind ready für diese Woche. Obwohl Erfurt nicht auf die leichte Schulter genommen wird, herrscht dennoch Optimismus bei den Potsdamerinnen.